So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren sehr kleinen Video und heute nur ein, ja, zählen wir es als Quick-Tipp. Ich möchte euch ganz kurz eine kleine, oder ja, eine Webseite zeigen und dann noch eine kleine Info. Machen wir die Info mal zuerst. Also die Info ist, ich kann jetzt in nächster Zeit über das nächste Wochenende hinweg keine oder höchstens ein Video machen, aber eher wahrscheinlich gar keins, kein Video machen, aus schulischen Gründen. Und ja, deswegen gibt es wahrscheinlich erst nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, wahrscheinlich erst wieder die ersten Videos, wenn nicht sogar erst danach das Wochenende erst wieder. Okay, gut, das war die Info und jetzt kommen wir zum kleinen Quick-Tipp und zwar die Seite mac-newsticker.de. So, und bevor jetzt alle, die nur ein iPod besitzen oder ein iPhone, das Video wegklicken, weil sie denken, diese Seite ist nur über Mac. Nein, das bezieht sich auf ganze Apple-Produkte. Und ja, und wirklich von 1000 Webseiten werden halt hier die News zusammengesammelt. Hier wenige Sekunden, 2 Minuten. Ich kann das mal aktualisieren. Da wird es schon wieder einige neue geben. Ja, hier 10 Minuten und so weiter. Hier zum Beispiel Telekom iOS 4 Update verhindert Weltmeisterschaftsstreaming auf iPhone. Sowas oder Firefox Update oder ITV und so weiter. Alle möglichen Sachen rund um Mac und Apple und iPhone, iPod und so weiter. Hier Actionspiel Burl Short 2 kommt auf den Mac und so weiter. Wenn euch jetzt nur der iPod interessiert, gebt ihr in die Suche einfach iPod ein und dann seht ihr hier auch schon den iPod und iPhone. Hier zum Beispiel iPhone, einer iPod-Lautsprecher und so weiter. iOS 4 ist jetzt verfügbar. Okay, das ist jetzt nicht gerade so. iBooks und so weiter. Alles Mögliche halt, was ihr zum iPod Touch, was es da Neues gibt, beziehungsweise fürs iPhone. Könnt auch irgendwie Spiel eingeben. Ja, dann steht ja hier Actionspiele oder EA-Spiele im Angebot, 14 Spiele zu 49 Cent. Wenn ihr da draufklickt auf die News, klicke ich mal hier drauf, dann gibt es hier verschiedene Seiten, die alle dieser gleichen News vereinen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel EA-Spiele sind im Angebot, oh cool, Battleship, FIFA 10, alles so coole Spiele. Oh, das wollte ich mir schon immer mal kaufen, kaufe ich es mir. So, dazu ist die Seite wunderbar oder halt auch teilweise sehr interessant oder Sachen, die man noch nicht wusste und so weiter und so fort. Finde ich deswegen eine sehr schöne Seite. Und wer jetzt nicht kein Apple-Produkt besitzt oder einfach nicht an News davon interessiert ist, der kann hier oben auf zum Beispiel PC-News klicken und bekommt so alle oder viele News zu rund um den PC und ja, hier steht auch dann teilweise noch was mit Apple, wie wir sehen und so weiter, aber halt auch Windows 7 oder Google oder sonst was und das ist richtig cool. Und es gibt noch ein drittes, das ist Spiele News. Hier alles rund um Spiele und ja, Werbung ist immer ein bisschen nervig auf der Seite, aber ich finde, es geht. Hier Amazon Skate 3 jetzt im Angebot. Oder hier Transformers ab morgen im Handel und so weiter, auch über Spiele. Und es gibt noch Hardware News, da ist dann eher alles so zu den ganzen Hardware, wobei das glaube ich auch nur ja, hier weiterleitet zum PC News Ticker. Gut, Werbung nervt ein bisschen. Hier sind meistens so Gewinne oder irgendwelche Chat-Systeme und so weiter. Und naja, auf jeden Fall eine coole Seite, verlinke ich euch unter Mac News Ticker. An die anderen Seiten kommt ihr ja dann oben über die Leiste dran. Ihr wisst, in nächster Zeit eher keine Videos. Ich hoffe trotzdem, dass dann bald wieder eins kommt. Bis dann, ciao.